So, da müssten wir jetzt gleich wieder sein. Hoffe ich zumindest mal. Sudle. Okay, ja, ich sehe gerade, wir sind wieder da. Die Frage ist jetzt, was für ein Schiff spielen wir heute? Ich habe noch nichts sonst freigespielt. Oh, ich habe noch Tee. Haha. Oh, der ist auch schon kalt. So. Nochmal den Stealth Cruiser, oder was? Okay. Welche Drohnen? Ja, wenn ich sie nicht krieg, dann krieg ich sie nicht. Das tut mir leid. So, wer möchte dabei sein? Die Maria, das ist doch eine... So. Die X-Rack ist auf jeden Fall dabei. Dann der Sam. Der Ada, ja. So. Der Ada. Nein, ich wollte eigentlich das hier. Und die Rebecca mit dem komischen, ja. Okay. Ach je, das klingt ja lustig und so. Tja, ist der Kisu noch da? Will der mit oder? Mir ist es egal. Ach komm. Komm, dann schreibt man rein. Der war ja sonst auch immer dabei. Sonst ist die X-Rack ja sauer auf mich und so. So, gut. Mini-Beam Dual Lasers. Schöner Name fürs Schiff. Ach komm, da muss ich mich jetzt verewigen. Das wird dann die Gecko-Star. Und wenn man ein kleines E da reinmacht, sieht es vielleicht sogar ordentlich aus. So. Wir spielen wieder auf leicht. So. Okay, wie ging das jetzt nochmal? So. Wir haben natürlich keine Schilde. Dann besetzen wir das, was wir besetzen können. Und, ich würde sagen, wir kaufen als allererstes mal noch den hier. Weil hier können wir eh nicht mehr machen, deshalb Attacke. So, ich überlege gerade, wie wir am cleversten... Ne, da kommen wir eh nur in Nebel rein. An den Nebel will ich nicht, dann fliegen wir hier oben rum. Twilight, na toll, noch eine Drohne gekriegt, die wir nicht benutzen können. Da kommt Freude auf. Twilight ist ja schrecklich. Das grenzt ja an Körperverletzung und so. So, okay. Ah, die brauchen ein bestimmtes feindliches Schiff intakt. Probieren wir mal. Habe ich noch nie gemacht. Aber wir sind nicht entsprechend ausgerüstet. Gut. Was haben wir hier? Possible Ship Detected. Dann fliegen wir doch mal dahin. Oh, die Rebellen. Ah, ja. So. Durch bitte dahin. Autofeuer an. Und der Mini... Nee, den Mini-Beam warten wir einfach mal, bis die Schilde von denen runter sind und so. Sieben Zuschauer haben wir. Wow. So, die sind schon fertig. Dann kümmern wir uns mal... nein. So, schieben wir hier mal gerade. Sehr, sehr gut. So, ja, das haut doch hin. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe und so. Ja, die können ruhig in ihren FTL powern. Das macht mir gar nichts. Die sind nämlich...
3 Fuel, 2 Missiles, 11 Scrap. Oh! Oh, der LP des 13 ist auch da. Cool. Ja, ich hab's genauso angesagt wie sonst auch. Immer jetzt bin ich gerade überlegen, soll man das annehmen? Ach komm. Nö. So, Ende im Gelände. Hätte ich doch besser angenommen. Ist jetzt auch egal. Der Kisu darf doch mal gerade hier die, so, der Ader darf mal gerade doch helfen. Ganz geschwind hier ein bisschen die Krankenstation wieder auf Vordermann zu bringen. So. Dann ich habe gerade keine Lust mehr so richtig. Ich habe so ein super mieses Gefühl und so, aber bringt ja alles nichts. Weil zurück können wir nicht mehr. So, Mini-Beam. Nein. So, jetzt muss es schnell gehen, sonst haben wir hier gleich ein riesen, dicke, fettes Problem. Dual Lasers dahin. So. Haut rein, Leute, haut rein. Schneller, schneller, schneller. Tarnen. Zwei Fuel, ein Drohnenteil, 24 Scrap. Okay, das ging fix. Ich wäre sehr verbunden, wenn wir jetzt hier weg könnten, bevor die Sonne... holla, das war knapp. So. Dahin, dahin, dahin. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Ah, probier mal das hier. Ein kleines Rebellenschiff. Okay. Schauen wir mal, ob was die so dabei haben. Wir haben zwar immer noch die... So, die Dual Lasers auf die Schilde. Es wäre mal schön, wenn unser... So... Nein. Wenn, dann muss das schon richtig gehen. Jetzt. So läuft das doch. Tarnung an. Hehehehe. So mag ich das doch. Na, toll, wir kriegen nichts. Ah, da kommt Freude auf. Geile Scheiße hier. So, dann, ja, müssen wir jetzt hier gucken, dass wir dann da unten überall hinkommen, wo der Exit-Beacon ist. Ich gucke eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Ihr Zoll, nee, danke, Leute, wir hauen euch jetzt mal sowas von auf die Batterie und so. Wir werden das bereuen. Das werden wir erstmal noch sehen. So. Dual Lasers bitte hierhin. Der Mini-Beam. Mit dem warten wir noch. Oh, geil. Drohnen. Geil. Mini-Beam. Können wir hier alles erwischen? Das wäre natürlich... höchst formidabel und so. So, Ende im Gelände. Jetzt haben wir mal Ruhe hier drin. Das gibt's doch nicht. Die kommen nicht weit. Die kommen gar nicht weit. So, fertig ist. Missiles, Drohnenteile, Scrap, ein bisschen was. Na toll. Ach, Mann.
Puh, die sind fix unterwegs hier. Oh, jetzt habe ich das Notsignal genommen. Wollte ich doch gar nicht. Okay, das ist meistens das Beste, was man machen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nehmen wir uns mal den hier unten. Tja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich werde morgen wahrscheinlich das erste Mal seit ganz, ganz langem mal wieder das Fernsehen anmachen. Tja, woher bitte? Woher bitte? Einer geht noch. So, und dich da oben holen wir uns. Attacke und so. So, Dual Laser. Die altbekannte Mini-Beam. Das, was wir immer machen. Mit dem warten wir noch, bis die Schilde unten sind. Und dann kriegen die einen auf die Batterie. Tarnen und so. Haut drauf, Mann, haut drauf. Nein! Geil. Ich würde gern. Na endlich, so. Jetzt kriegt er einen von so richtig. So, genau den richtigen Punkt erwischen. Pixel genau zielen und so. Ah! Ja. Ich glaube, die werden nicht weit kommen damit. Zwei Fuel, nee. Quark. Komm, mach schneller, Mann. Mach schneller, mach schneller. Dankeschön. Boah, Mann. Missiles, Drohnenteile. Toll, ey. So, dann mal auf zum Ausgang und so. Hui, ich was? Hä? Ich glaube, du hast bei euch daheim was gehört. Oh, wir haben eine Hüllenrepair-Drohne. Toll, die wir nicht benutzen können. Auf zum nächsten Sektor. Probieren wir mal den zivilen. Meins! Meins! Ja. Schilde! 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 Kling! Ha! Schilde. Geil. So. Fix all. Was haben wir noch zum... Oh, wir haben ja noch System Repair zum Verkloppen. Wir haben eine Hüllen-Repair, die wir nicht benutzen können. Zu der Ding. So, und jetzt müssen wir uns erstmal. Da brauchen wir einen. Noch einen brauchen wir eigentlich. So. Kling! Ah! Energie! Schilde! Geil! So. Oh, da ist schon direkt der nächste Store. Hm, da fliegen wir gleich hin. Ach Gott, also so ein bisschen, ich bin auch normalerweise ganz ruhig, ein bisschen ragen darf man ab und an mal doch schon. Oh, das ist noch so ein... Okay. Leute, 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 so.
Ah, gut, okay, das ist die Sorte Drohne. Da müssen wir nur aufpassen, dass die nicht uns gerade am falschen. Sehr schön. So. Und, von da aus da irgendwie runter. Genau. Ja, so in der Art hatte ich es gern. Oh, mein Gott. Was wollen die? 4 Fuel. Oh, wir brauchen unbedingt Fuel, sehe ich gerade. Nehmen wir dann doch. Ach, Herr Jemini. Ach, Herr Jemini. Ich glaube, das muss ich mir mal angucken, was du da wieder fabrizierst für Zeug. So, von hier aus können wir nur da oben rum. Ich will aber noch in den Store da rein, weil die könnten ja was Cooles haben und so. Ja, das klingt doch gut. So, was hat denn der Store? Crewmitglieder, ein Heavy Laser, Mark 1. Ja, der schießt aber nur einmal. Die Hermes. Wir können uns alles nicht leisten. Wir haben auch nichts zum Verkaufen. Also, was tun wir? Wir tun, was wir tun müssen und springen weiter und so. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was du da so treibst bei Mario. Oh, cool. Wenn wir den hier jetzt ordentlich behaken, kriegt man noch einen Crewmitglied. Dann hat die X-Rack wieder ihren Sklaven und so. Ich denke mal, das sollte machbar sein. Blöd nur, dass wir bei dem nur drei, So, alles kaputt machen. Alles kaputt machen bei denen. So. Ey, ja, wir nehmen einen Sklaven. Machen wir doch. Oh, sogar so einen. Das ist angenehmst. Wir brauchen ja noch jemanden, der unsere Schilde bedient. Und so. Fällt mir jetzt gerade so ein. Tja, ich kann die leider nicht umbenennen. Sonst würde ich das ja tun und so. Dann nehmen wir den Nebel mal hier oben. Hicks und weg. Sirle. Oh, nee. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf den Käse. So, Ada, du gehst mal da lang. Du gehst mal da lang. Du guckst mal bitte hier rein. Und du, da unten. Okay, da unten ist mal einer. Ich will erstmal. Ja, da ist nur da unten einer. Okay, gut. Die, Oh, nee, da unten ist noch einer bei den Türen. So, dann hauen wir den mal ordentlich auf die Batterie. So, du, nach da. So, der Kisu auch nochmal nach da hinten. Oh, der Ada ist gleich tot. Du bist zwar noch nicht ganz fit, aber die X-Rack kann auch mal wieder da rein. So, der Kisu kommt wieder dazu hier unten und dann
kann der Kosa wieder weg. So, der Ada kann hier auch mal gerade noch ein bisschen aushelfen. So, der Kisu wieder weg und die X-Rack wieder runter und dann haben wir es doch gleich. Yay. So, Mann, ey. Was hast du nochmal? Ah, die X-Rack fliegt, genau. So, der Kisu war, glaube ich, Maschinenraum. Huaiaiaiaiai. So. Der Adler ist jetzt auch wieder fit. Oh, Mann. So. Tja, dann springen wir aber weiter, weil wir es können und so. Und nehmen dann den Weg hier außen rum. Wir hoffen, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nearby Planet, wir gucken mal. Das sind welche, gell? Lalalala. Okay, gut, das kennen wir ja alle schon. Zwei Springer schaffen wir noch. So. Jawohl, okay, okay, okay. Du einmal das und einmal bitte das und hau sie weg. Haut sie weg. Finger auf den Abzug. So, das war's. Okay. Aber gut, dass ich das Chatfenster drinne habe und so. Oh, schön, wieder ein bisschen Fuel. Ach ja, toll. Da sind wir jetzt momentan ja ziemlich rar dran und so. Hoffentlich klappt das. Sonst haben wir hier gleich ein dickes, fettes Problem und so. Ja, wir holen uns den mal. Oh, wir haben noch einen anderen Sklaven noch gekriegt. Du kannst vielleicht mal gerade dahin. Und die Laser bitte auf die Schilde. Und mit Minibeam warten wir noch. Das kennen wir ja alle. So. Jesus. Oh, der kann vielleicht gerade mal schnell unsere Türen reparieren, wenn er schon gerade da ist und so. Danke, das war jetzt nicht gut. Du gerade mal nach da oben. Sag mal, wäre es mal nett, wenn da mal beide treffen würden und so? Ja, okay, jetzt der Minibeam. Nein, bitte von... So irgendwie. Ja, die wollen abhauen, das können sie manchmal schenken. Und eine Anti-Personal-Drohne. Ich glaube fast... obwohl, nee, da kriegt man kein Fuel. Fuel brauchen wir.
Dann, hey, wir sind getarnt. Wieso können die uns erwischen? Das ist ja gemein. So, ein Heavy Laser Mark 1. Cool. Ich glaube, den bauen wir mal direkt ein und so. Weil, könnte was bringen. So. Ah, schön, wir packen sogar noch zum Exit. Ein Engi-Sektor, den nehmen wir doch mal direkt. Ich bin noch lange nicht zufrieden. Wir bleiben erstmal da hinten. Ja, genau, von da können wir auf jeden Fall weiter. Das haut hin. Nö, wir holen so uns, würde ich sagen, die Mantis, weil, brauchen und so. Toll. Die haben Teleporter. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, so, Dual Laser bitte auf die, Schilde und so. Und mit dem Rest müssen wir dann gleich mal gucken. Ach, die sind in den Waffensystemen, Hilfe. Und, so. Haut sie weg, haut sie weg. So, der Ader ist so gut wie, hinüber und so. So, Heavy Laser bitte einmal dahin. Yay, jetzt ist er tot. Was nehmen wir jetzt als nächstes uns vor? Das könnte doch eine interessante Kombo werden. So, der Elnubnub. Oh Gott. Ist das ein Name? Kosa, würdest du vielleicht dem Kisu ein bisschen unter die Arme greifen und so? Weil der ist ein bisschen angeschlagen. So, Kosa. Kosa war... War der nix? Nee, der war Schilde. Der kann erstmal bleiben. Den Kisu brauchen wir für die Triebwerke. Und den Ader erstmal hier vorne. So. Holalalalala. So, Scheibenkleuchte. Aber das hat sich gelohnt. So, den Elnub irgendwas und dich nochmal da rein und Kisu sowieso nochmal da rein. Und jetzt hübsches Gruppenkuscheln auf der Krankenstation. Yippie! Der Ader ist fertig. Der ist, der ist auch fertig. Und der Kisu, den haben wir auch soweit. So, Mann. Ich glaube, ich brauche mal noch, diesen hier und so. Distress, Distress, Distress. Was haben wir hier? You arrive in... okay, wir gucken mal, was die so da haben. Da wir mit der Drohne hier nichts anfangen können, holen wir uns den Engi.
Jawohl. Und 20 Scrap kriegen wir noch. Und den Bjorn. Hallo Bjorn. Ein paar Mantis wären wir noch nicht verkehrt. So nebenher. Che. Okay, was haben wir denn? Remotely Repair Targeting System. Das kennen wir ja schon alle. Das funktioniert ja auch richtig gut. So. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Asche und können mal gucken, was es so in den Stores so gibt. Ja, ich hoffe, dass die eine Ionenkanone haben, sonst haben wir nämlich ein Problem und so. Drohnenkontrolle, Crew-Teleporter. Ich will ne Knarre. Ich will ne Knarre. Ich will eine Knarre. Toll. Drohnen. Was soll ich mit Drohnen, Mann? Toll. Ganz großes Kino ist das hier. Jo, die Piraten holen wir uns. Die kriegen wir. So, Dual Lasers auf die Schilde. Und mit dem Rest warten wir wie immer nochmal. Hey, cool und so. Kriegen wir hier. Fuel 4, Drohnenteile 1, Crap 17. Nö. Die machen wir tot. So, Ende im Gelände. Nur Scrap gekriegt. So, aber wir kommen doch vorwärts, Leute. Wir verkaufen, was wir haben. Weil Drohnen brauchen wir ja. Da will ich nicht hin. Können wir hier... Nein. Asteroidenfeld. Geile Scheiße. Oh. Heavy Laser Mark 1. Ship. Equipment. Heavy Laser 1. Toll. Toll. Genau dasselbe nochmal. Können wir nicht mal eine gescheite Knarre kriegen und so? So, Ja, haut sie mal weg. Schilde. So, das war's schon fast. Tja, ich glaube, so schnell fliegen die nirgendwo hin. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen... So, Ende. Aus, Ende. Automated Reloader haben wir bekommen. Cool. Cool, cool, cool. So. Jetzt warten wir noch, bis unser FTL soweit ist. Und. Wir springen mal nach da oben. Und von dort aus dann zum Exit. Ja, Missiles bringen uns nichts. Dann nehmen wir lieber das Crap, da können wir wenigstens was mit anfangen. Ja, aber uns fehlt noch so diese mega super Überwaffe und so.
Ja. Ja, wir... Nein. Wir holen euch jetzt. Macht sie fertig. Macht sie fertig. So. So, Lem. Das sieht doch schon sehr nach dem aus, was ich gerne hätte und so. Tot sind sie. Das ging fix. Das ging sehr fix. Jump zum nächsten Sektor. Sultan Homeworlds nehmen wir mal. Da weiß ich nämlich, dass es irgendwo noch ein Schiff geben müsste. Apropos Schiff, wir könnten mal ein bisschen aufrüsten und so. Das könnte man noch mal aufrüsten. Das ist nicht verkehrt. Und das lassen wir jetzt einfach mal so, dass wir noch genug Asche dabei haben für den Fall, dass wir vielleicht mal noch ein... Ja, die Route hier und dann da hinten rum. Ja, so machen wir das. Der wird so schon ziemlich hart. Ich bin... Ach du Schande. Ach du Schande. Wie soll man da durchkommen? Das wird heftig, Leute. Das wird extremst heftig. Wisst ihr das? Aber ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. So, auf die Schilder. Nein, das hat schon mal gerade nicht geklappt. Geil. So, bitte diesmal beide weg. Ja. Und jetzt kommt der hier ins Spiel. So hatte ich mir das vorgestellt. So. Jetzt nochmal den ganzen Spaß. Wie wär's mal mit, draufballern und so? Und treffen vor allem? So, jetzt sieht die Welt doch schon anders aus. Fünf Missiles, nee, ich will Sprit und sowas. Komm, bot. So. Drei Sprit. Ach, Mann, ey, ich brauch... da ist noch mal ein Schiff. Hm, gehen wir mal gucken. Ja, Ship to Processing. Ja. Ich glaube, bei denen hackt's und so. Heavy Laser, Dual Laser. Gib ihnen. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Ich will nicht mehr. Weg. Fliegt. Tarnt euch. Ja, das funktioniert, das funktioniert. So, jetzt nochmal den ganzen Spaß. So, und solange wie der Mini-Beam noch da ist. Ja. Funktioniert doch, funktioniert doch. So, da hinten ist nix. Ja. Tot sind sie. Boah. Ja, lob mich nicht zu früh. Wir sind erst in Sektor... Ich weiß gar nicht. Noch nicht weit genug. Wir sind erst in Sektor 4. Und haben noch eine ganze Menge vor uns. Und der letzte Boss wird uns, so wie wir momentan ausgerüstet sind, gewaltig unseren Hintern aufreißen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, komm, wir gucken mal, was das ist.
Ja, komm, wir gucken mal. Wir haben eh nichts, was unsere Missiles verbraten könnte. Gemeines Ding ist das hier. Yay! Ach, Mann! Das ist cool. Ach, das ist cool. Equipment Firebeam. Dich tauschen wir. Dich tauschen wir. Dich tauschen wir. Und da brauchen wir dann noch ein Upgrade da. Und ein Upgrade hier, bitte. Und an. Der Feuerbeam ist geil, Leute. Das sage ich euch jetzt schon mal. Da könnt ihr euch drauf freuen. Weil wir damit nämlich den so richtig lecker den Hintern aufreißen werden. Es gibt keine... was haben wir jetzt hier? Ja, wir hören mal, was die so zu erzählen haben. Ah, okay, wir haben jetzt die Chance, das Schiff zu bekommen. Cool. Wo ist denn der? Da ist schon der Questmarker. Dann probieren wir das doch mal. Ich bin jetzt ganz gespannt, ob das klappt. So, okay. Hier gibt's jetzt... Muss man jetzt diplomatisch sein, dass man das Schiff kriegen kann. So. Wir versuchen sie jetzt einfach mal zu, rufen und so. They open communications. Okay, I can't imagine there's anything you could say that will save you. The rebellion must destroy those that are still loyal to the obsolete Federation. Perhaps that could be a reconciliation of our ideas without war. Surrender, the ultimate destruction is inevitable. We've left. Yeah, okay. Yep, yep, yep. So, jetzt müssen wir hier so diplomatisch wie möglich sein. Of our deals without war. Sehr diplomatisch, das machen wir mal. Ah, okay. Our deals are too different to be so easily reconciled. You think this could end any way but war? The galaxy is huge, you can find for your deals elsewhere without causing this destruction. Tourism can only be achieved without bloodshed. Ja, das ist doch schön. Das ist so eine schöne, offene Formulierung. Das kann ja nur gut werden. Suddenly all... And the Sultan fleet appears around your ship. The captain of the ship... You met previously materialized on your bridge. Okay. Hey, wir haben den Sultan Cruiser freigeschaltet. Und wir haben einen Glaive Beam. Was bringt die? If your ship represents the Federation's willingness to adapt, we shall do what we can to aid in their fight. Yippie, yippie. So, wir haben eine neue Waffe gekriegt und wir haben ein neues Schiff gekriegt. Und wir haben, ja. Glaive Beam, was macht denn der? Evacuated, known to take out some ships in a single blast. It's reduced damage per room hit 3. Ey! Geil! Wie geil ist das Ding denn? Moment. So, irgendwie. Muss jetzt gerade mal schnell die Waffen aufrüsten. So, du weg, du rein. Oh mein Gott. Mit der passenden Ausrüstung dahinter können wir vielleicht noch, oh, das ist teuer, noch mal aufzurüsten. Scheiße. Nimm mal lieber das noch mit und das noch mit. Da vorne ist ein Store. Hm, cool. Gucken wir mal, vielleicht kriegt man da ja noch was Hübsches. Vielleicht eine Ionenkanone.
Das wäre jetzt natürlich noch gut, wenn wir die Firebeam, Halbert, der Halbert ist, naja. Hermes brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Wir machen mal alles fixen und, bisschen Sprit, weil wir haben ja nichts mehr und so. Und springen von hier aus, ja, ich denke, dass hier den Weg sollte man machen können. Sirdle, gucken wir mal. Night Never Detector Rook Planet. Look into the depths and received your just dessert. Ja, gut. Gucken wir mal, was die so zu sagen haben. In the coming times, when the monolith speaks, not with a man, he has no future, must be left wanting. Ja, ja, ja. Was du auch immer sagst. So. Die Dual Lasers erstmal hier hin. Hauen wir erstmal die Schilde hier weg. Das macht jetzt noch nichts. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Da habe ich schon ein bisschen mehr Stress mit, weil, so. Und jetzt holen wir uns. Jetzt holen wir uns. So, im nächsten Schlag kriegt er so einen auf die Nuss, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Von hier aus darüber. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Da könnte sogar noch mehr funktionieren. Hallo? Ich möchte gerne... Ich krieg nicht mehr Räume. Scheiße. Na egal. Wow. Wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hulk! Ich bin unbesiegbar! Okay, das sind Laser, ja, Schilde und so. Gehen wir es mal ein bisschen ärgern. So. Oh, Leute. Funktioniert das? Nee. Nee. Da muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Was Besseres und so. So. Ja. Nee, Moment. Der ist hier noch gar nicht aufgeladen. Scheibenkleister und so. Das war jetzt uncool. Ich sollte schon warten, bis mein Strahl da wieder fit ist und so. Komm schon, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Nein, komm, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. So, jetzt bist du fällig, du. So, jetzt pass mal auf, was ich mit dir Tolles mache. So. Scheibenkleister, ey. Der braucht so ewig, bis er aufgeladen ist, das Mistding. Wie weit ist denn eigentlich der? Na, der kann doch, da geht noch ein bisschen mehr. Komm. So. Weg ist er.
Hat doch gut funktioniert, würde ich sagen. Da ist noch ein Store, den gehen wir mal noch besuchen. Wir haben so viel Kohle. Da wird man noch eine coole Ionenwaffe oder sowas kriegen. Nichts mehr dabei, was irgendwie Sinn machen würde. Ich hätte gerne noch eine Ionenknarre und so. Aber man kann nicht alles haben. So, da war nichts. Da ist da vielleicht noch was. Toll. Wir haben Besuch und so. Holt sie euch. So, schnapp sie dir, Tiger. Du noch dazu, du noch dazu, du sowieso noch mit dazu. Und die X-Rack mal hier in Wartestellung, bitte. Ja, ja. Bei dem Case hier, da sollten wir vielleicht mal unsere Medbay ein bisschen aufpowern. So, du mal da hoch. Die X-Rack bitte da rein. So, der Kosa da hoch, der Ader da hoch. So, der Kisu ist, glaube ich, auch ziemlich hinüber. Der muss jetzt aber warten. Und die X-Rack muss auch warten. Moment, da ist ja noch der Björn. Der Björn! So. Du kannst wieder rein. Du kannst wieder rein. Und der Ader kann auch wieder rein. Der Björn jetzt in die Krankenstation, der Kisu in die Krankenstation und die X-Rack auch in die Krankenstation. So, der Kisu ist wieder fit, der kann rein, der Kosa kann wieder zurück. So, dich in Wartestellung, du auch in Wartestellung. Der hier wieder da rein, die X-Rack hier dazu. So, kurz und schmerzlos. Puh, Sördele. Jetzt muss ich nur nachher wieder meine ganzen Leute sortieren. So, du warst Techniker. Wer bist du? Du warst Schildmann. Der Björn war auch Techniker. Der kommt mal hier unten rein. So, du kannst da hoch, du kannst da hoch. Der Kisu war, glaube ich, die für die Antriebe. Genau. So, der Ada ist wieder fit und die X-Rack ist auch wieder fit. So, dann sind wir hier auch wieder fertig. Und wenn der Techniker schon da ist, dann kann er sich auch gleich um die Türen kümmern. Die quietscht nämlich und so und ist uncool. Ihr wisst schon, was ich meine. So quietschende Türen, das macht keinen Spaß. Ihr wisst. So, im... Ja, super. Sind so weit hinter uns, wir kommen nirgends mehr hin. Ist das geil, ey. So, dann springen wir halt so in den nächsten Sektor. Engi, Homeworlds. Ah, komm. Nehmen wir mal den da unten. Oh, du gehst schon, Kisu? Ach, bin ich froh, dass ich den Käse hier so weit nicht hab. Ja, ich hoffe mal, dass wir nicht so schnell sterben werden. Oh, Distress, Distress. Wir nehmen den Distress und dann den Shop, würde ich vorschlagen. Wer weiß, was wir da kriegen. Hm. Ja, wir benutzen unsere Medbay und...
Ja, Missiles, Drohnenteile, Scrap, sehr gut. Von da aus kommen wir auch weiter. Dann nehmen wir jetzt erstmal den anderen Distress hier. Alla dann, gut's Nächtle, Kisu. Dörf ist auf dem Nearby Moon. Ja, wir gucken mal, was dort so ist, würde ich vorschlagen. You find a colony. Ja, wir können ihn mal einladen, ob er in unsere Crew möchte. Vielleicht haben wir ja Glück. So, wir haben den Charlie. Hallo, Charlie. Unsere Crew wächst und wächst und wächst. Jetzt haben wir einen Feuerwehrmann da. Juhu. Ach, Mann. So, der Björn und der Charlie. Dann mal auf zum Shop. Shop, Shop. Noch einer. Heavy Laser Mark II. Zwei Schüsse. Zwei Schaden. Braucht aber drei Energie. Burst Laser. Nee. 13 Sekunden. Der braucht 25. Das wäre natürlich geil. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, Leute. Aber nee, das bringt uns nichts. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, um die, der Firebeam, weiß nicht. Ich glaube, den könnten wir eher behalten. Also das Einzige, was ich hier noch kaufen wird, wäre eine Ionenwaffe. So. Ach nee, aber wir könnten mal vielleicht noch ein bisschen was verkloppen und so. Nämlich die Heavy Lasers, die wir haben. Und den Mini-Beam, weil den Käse brauchen wir eh nicht. So, denn, ich glaube, das machen wir mal. Und, das machen wir mal. Ich könnte jetzt noch einen mehr machen und dann auf den, anderen hier noch sparen. Ich bin sogar echt am Überlegen, ob wir das noch machen sollen. Oder wir sparen auf die Schilde. Ich glaube einfach, wir warten mal noch, weil noch können wir eh nichts mit dem ganzen Zeug anfangen. Jetzt können wir zumindest mal die Dual Lasers gegen den Firebeam austauschen. So, jetzt springen wir mal hier runter. Ja, das Mantis War Camp. Hier können wir mal gucken, ob das klappt. Questmarker da unten. Tja, fliegen wir da mal hin. Ja, wir kaufen mal 6 Fuel, weil, ist nie verkehrt und so. Wir haben eigentlich eh viel zu wenig. Ich gucke normalerweise immer, dass wir so um die 20 Fuel haben. Aber heute irgendwie so, geht schlecht. Crew-Teleporter. Die haben alle nichts gescheitert. Dann kaufen wir halt noch ein bisschen Sprit. So. Dann schauen wir mal, was das Mantis-Camp da so zu erzählen hat. Okay, hat uns jetzt nichts weitergebracht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir das jetzt cleverste anstellen. Nearby Planet shows sign of habitation. Quarantäne 5, okay. So.
Das musste jetzt sein, Leute. So, nehmen wir jetzt... nee, das können wir nicht machen, weil ansonsten kommen wir hier wahrscheinlich nicht mehr hin im nächsten Zug. Ach, Offi geht auch. Dann sag ich mal tschüss und danke, dass du da warst. Hat war schön. Und hofft, bist dann das nächste Mal wieder dabei. Höchstwahrscheinlich in 2 Wochen, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Weil vorher wird das wahrscheinlich bei mir nichts mehr. Yep, das hätte nicht mehr geklappt hier. So denn. Hau Masse mal weg. Wir brauchen nichts. So. Okay, dann springen wir mal in den nächsten Sektor. Wieso? Also das hier im Moment ist eigentlich mehr so eine Notlösung bei mir. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nächste Woche nicht da sein werde. Ich bin nächste Woche ja woanders. Und muss dann halt gucken. Momentan bin ich jetzt hier so voll aus meinem Rhythmus raus. Ich schenke mal gerade noch ein bisschen Tee ein, falls ihr euch wundert. Zucker. Von irgendwas muss man sich ja wach halten heute. So, der LP geht dann auch. Dir auch gutes Nächtle noch und wir gucken mal, wie weit das wir hier noch kommen. So. Da sind nochmal jede Menge Schiffe, aber ich denke, wir nehmen erstmal den hier und holen uns dann die 2 da. Toll. Dich nehmen wir uns. Wir sind so geil ausgestattet, Leute. So, oh, wir müssen jetzt erstmal den hier irgendwie tot kriegen und so. Gucken wir mal, ob wir mit dem... Oh! Oh! Was machen die denn da? Ah, Moment, das geht ja auch. Nein, keine Missiles. Ich habe gerade keinen Bock auf Missiles und... So. Geh mal... Ne, du gehst mal da... Du da runter und du gehst hier mal bitte mit zur Hand. So, dich mal kurz weg und dich auch mal eben weg. Wieder Missile, das ist uncool. So. Du kleiner Drecksack. Du, Moment, mach mal anders. So, irgendwie. Die machen nicht viel. Ha, 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 die kommen nicht weit. Wie 2 Fuel, nö, das ist ein bisschen wenig für so weit, wie wir gerade sind im Moment hier. Außerdem haben die uns hier unser Schiff kaputt gemacht. So, jetzt passt mal auf, was ich hier noch Schönes kann. du bitte hier mal noch helfen. So. Der Feuerbeam hat schon was. Oh, das hat sich doch gelohnt hier. So. Du wieder. Ne, der Björn gehört jetzt zum Charlie und der mit dem unaussprechlichen Namen gehört dahin. Und ich sehe gerade, wir sollten uns vielleicht doch mal noch unsere Schilde ein bisschen aufrüsten und so. Okay, den Rest machen wir dann, wenn es soweit ist. Holen wir uns mal... nee, das Distress-Signal nehmen wir nicht. Wir nehmen mal den hier oben. Tja, noch sieht es ganz gut aus. Ah, komm, wir gucken mal, was da drin ist. Hey, 6 Fuel gefunden. Yippie. So,
Wer ist der Nächste? Du bist der Nächste. So. Ach, ein unbemannter Scout. Ach, toll, der macht jetzt wieder so einen Spaß hier. Ich glaube, es hackt. Wieso laden sich eigentlich unsere Waffen nicht auf, während der getarnt ist, der Drecksack? So, erstmal auf den hier. Geil. So, Feuerbeam bringt uns eh nichts. Oh, da oben hat es gerade die Sensoren erwischt. So. Haut sie weg, haut sie weg, haut sie weg. Wenn der so schießt, machen wir doch lieber. Habt ihr gesehen, was der da gerade eben nach uns geschossen hat? Gucken wir mal, ob das was bringt. Holla, holla, holla. Mir fällt jetzt gerade nur so ein, dass wir uns vielleicht mal noch einen Shop oder sowas mal holen sollten. Um mal ein bisschen wieder aufzurüsten und so. So, okay, der meint, er könnte uns was. Na, der wird jetzt mal gleich sehen, was er uns kann. So. Der ist schneller tot, als er gucken kann. Und so. Hol ihn dir. Ging doch ganz gut. So. Store. Der ist unser. Oder wir nehmen den da oben. Gibt es eh nichts gescheitert. Insofern habe ich jetzt auch keinen. Nein, da brauchen wir gar nichts. Ha! So, dann, Yippie-ki-yay. Okay, wir holen uns den mal mit unserem Feuerbeam und, brennen ihm mal so ein bisschen die Barthaare ab. Ei, gucke mal, was der Scrap für uns hat. Ach, ist das toll. So, jetzt erstmal in den Store. Mal gucken, was die für uns haben. Ansonsten kaufen wir nämlich was für unser Schiff. X-Rack, freu dich. Ich sehe keine Freude. Freude, schöner Götterfunken. Du, 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 du. So, Store. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich nichts. Wir können eigentlich noch verkaufen. Die Drohne, die wir nicht benutzen. Und diese popeligen Dual Lasers. Das Ding ist so geil. Das Ding ist so geil. So. Dual Lasers weg. Close. Der macht so dermaßen schnelle. Ne, wir spielen auf leicht, schon seit Ewigkeiten. Kann den mal vielleicht einer sperren und so von Mods? Dankeschön. Ach je. Es geht das hier auch schon los. Ich glaube, es hackt und so. Mann, 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 Mann. Sodele. Also, so langsam, was ich höre, hört es dann doch schon auf. Ach, scheiße, wir können nur noch einen hoch hier.
Ach, das ist ja scheiße. Also, wir brauchen erstmal zwei von denen. Den holen wir uns auch mal noch. Man weiß ja nie. So, das hier machen wir noch an. Und springen. Da ist der Exit. Noch einer. Ich glaube, zwei könnten noch gehen. Ja, ich denke, zwei gehen noch. Wir gucken mal, ob noch jemand da ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, wir können mal... Einer von unseren Crew-Membern hat es gerade ganz gewaltig hat's erwischt. Wir gucken mal, ob wir den noch... Yes, okay. Fast hätten wir wieder die X-Rack verloren und so. Ihr wisst schon. So, dann nehmen wir jetzt mal noch den Distress hier unten mit. Und dann haben wir es doch schon. Ja. So, und jetzt können wir direkt mal unseren tollen Iron Blast ausprobieren. Auf die Schilde. Hau ihm... Hey, ich glaube alleweil, es hackt und so. Und zwar auf die ganz, ganz böse Sorte hier. So, So, ich glaube, wir nehmen mal die Tarnung. Sieht doch ganz gut aus bei uns hier. Wo, wie, was? Moment. Der hier geht wieder dahin. Und jetzt kriegt ihr mal so richtig lecker derbe einen vor den Koffer. Passt mal auf. So. Okay, der Charlie auch wieder zurück. Der Energy irgendwas? Missile. Daneben. Gut. Jetzt könnte man natürlich auch mal einen anderen Gag machen. Na, bis der Firebeam aufgeladen ist, ist der hier auch fertig. Aber so eine schnelle Eingreiftruppe ist schon nicht verkehrt und so. Und der Ionenbeam ist halt einfach geil. Ja, tarnen. Nein, Mist. Toll, scheiße. Fuel, Drohnenpeile, Scrap. So. Ihr wieder nach da, der hier nach da oben, du nach da unten. Der Kisu nochmal kurz in die Krankenstation. Der Kosa kann auch nochmal direkt mit. Der Ada hat, glaube ich, auch mal noch ein bisschen was nötig. Ansonsten sind die X-Rack, die kann auch gerade nochmal... nee, die kann gerade nicht. Die kann jetzt. So, irgendwie. So, der Kisu wieder dahin, der Ada wieder an die Waffen, die X-Rack wieder an das Steuer. Und wie ich sehe, können wir hier noch was kaufen. So. Wie viele sind es denn noch? Da sind noch, wow, da muss man noch eine ganze Menge Geld für ausgeben. Wir könnten vielleicht auch mal noch unsere Tarnung ein bisschen verbessern. Das wäre auch mal was. So. Auf zum Exit. Wir haben es bald, Leute. Wir sind jetzt bald wieder im letzten Sektor und so. Boarding-Drohne. Toll, ey. Was sollen wir mit dem Kies? Im, ja, Zoltan-Sektor. Da gehen wir jetzt auch direkt hin. Wie lange streamt man eigentlich? Oh Gott, ist schon wieder 11. Ich glaub's ja nicht. So, Jump. Distress, Distress,
Nehmen wir doch mal den hier oben. So, zum Gucken und so. Eia, gut. Die wollen Spaß haben. Aber die sind nicht die einzigen, die Spaß haben können. Das können wir nämlich genauso gut. Passt mal auf. So, und hier müsste das doch... ja. Guck mal, wie schnell das bei denen die Schilde unten sind. Ist das geil. Scheiße, wollte ich nicht. Du da rein, du da rein, du da rein. Mach das Ding ganz. Missiles, wir brauchen keine Missiles. So. Ich hätte doch noch den Laser behalten sollen, ich Volldepp. Weil ich bräuchte noch irgendwas Kleines, was ich da jetzt noch mit benutzen kann. Vielleicht haben wir ja Glück und können noch was kriegen. So, tot sind sie. Oder? Wie viel können wir noch upgraden hier? Ja, wir können noch genau einen hier upgraden. Wenn wir noch irgendwo einen Laser oder sowas herkriegen würden, wäre echt nicht verkehrt. Irgendwas, was man noch nehmen kann, weil der Iron Blast, den will ich auf jeden Fall behalten und den will ich auch auf jeden Fall behalten. Och, Money. So, dann nehmen wir mal den nächsten Distress. Das Schiff hier haben wir ja erfolgreich gegrillt und so. Das nehmen wir natürlich gerne. Ja, fliegen wir erstmal hier hin. So. Okay. Okay, gut, Leute. Ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Jede Menge Bum Bum und so weiter. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Nein. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. So irgendwie. Ja, das könnte sogar funktionieren. Holt sie euch! Oh, ja, stimmt. So, Tür auf. Lassen wir mal ein bisschen Vakuum rein und so. Und die ganzen Typen von uns kommen jetzt mal noch hier rein. So, hier wieder zugemacht. Guck mal, der ist schon fast tot. Das ging fix. Wo, wie, was, wann? Wird dies los? Eine Missile? Nee. Ihr könnt uns mal. So, was wollte ich jetzt noch tun? Ach so, ja, der muss noch in die Krankenstation. Der Kosa ist unser Schildemann. Der bleibt natürlich da, wo er ist. Und die anderen verschwinden jetzt gerade mal geschwind in die Krankenstation. Wenn der hier Raketen schießt, dann... Das funktioniert erstaunlich gut. Das funktioniert echt erstaunlich gut. So, Ende. Död. Boah, so viel Scrap. Ich gehe jetzt gerade mal meinen... 180 kosten die großen Schilde. Ich glaube, das ist eine Investition, die wir tätigen sollten, tätigen müssten.
Wieso ändert bei euch eigentlich sich ständig die Farbe von eurem Namen hier? Nur mal so ganz nebenher, weil es mich halt interessiert und so weiter. Ihr wisst schon. Ja, okay, wir nehmen mal an ihrem... Hey, nochmal 40 Scrap gekriegt. Juhu, ich kaufe jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr. Ich werde jetzt hier alles in mein tolles Schiff investieren. Oh, da wäre ein Store. Vielleicht haben wir hier noch... Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Waffe. Das wäre natürlich cool. Eine S-Bombe. Heavy Iron. Ja, der braucht 2 Power. Das bringt uns aber nichts. Nehmen wir lieber, bleiben wir bei dem Iron Blast. Der geht nämlich... Ich glaube, wir kaufen die S-Bombe. Damage Systems and Crew, but not the Hull. Ah, okay, gut. Damit kriegen wir die Systeme down. Das ist natürlich 2 System-Damage. Oh mein Gott, die wird uns gewaltig helfen. Im Gegensatz zu dem Feuerbeam. So, aber von dem Geld können wir uns jetzt hier noch ein... unser Schild aufrüsten. Ach man, das wird geil. Das wird so geil, Leute. Müssen wir nur noch hier noch genug kriegen, dass wir hier das Ganze fertig kriegen und dann haut das doch hin. Oh, wir sollten vielleicht noch ein bisschen uns aufrüsten und so. Ah, da wäre noch ein zweiter Store. Da fliegen wir jetzt aber nicht hin, weil der bringt uns nichts. Können wir von hier aus... toll. Ich glaube fast, wir fliegen da doch mal noch hin. Nur um mal zu gucken, was da so sein könnte. Burst Laser 3. Shots per Charge 5. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber... schlechter ist das, was wir haben. So, dann fliegt man mal noch eine Runde in Nebel. Weil ich will hier noch so viel, wie es geht, mitnehmen, bevor, ja. Bevor unsere Freunde hier kommen und wir dann in der letzten Mission dann hier so unsere richtig, toll, heftigen Probleme kriegen. Ich überlege gerade, ob wir den hier noch mitnehmen sollen. Ich glaube, wir riskieren es einfach mal. Ja, wir docken mal mit denen. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, oh, die wollen uns hier, ich glaube, ertackt. Jetzt guckt mal, was ich mit euch hier anstelle. Das wird so dermaßen derbe. So. Das könnt ihr gleich mal gucken hier. Oh, wir kriegen einen Zoltan. Mann, ist das geil. Wir haben einen Zoltan. So, jetzt wollen wir erstmal schnell unsere Sauerstoffversorgung wieder ganz. Bevor das hier schief geht und so. So. Der Björn wieder hier runter. Du wieder nach da. So, das muss ich gerade mal geschwind gucken. Das kostet 100 nochmal. Die müssen wir jetzt irgendwie noch zusammenkriegen. Dann können wir nämlich mit dem Zoltan hier unsere Waffensysteme nochmal packen.
Das ist geil, das ist geil, das ist geil. So, dann springen wir jetzt nochmal hier runter. So, wir gucken mal, was wir so finden. Thronteile und jede Menge Scrap. Ach, ist das toll. So, dahin. Ja. So, das alte Spiel gegen die Mantis mal wieder. So, dich möchte ich gerne. So, irgendwie haben. Oh, es geht's da unten. Der, da geht's los. Du mal nach da, du nach da. Du hier rein und, das ist natürlich taktisch sehr klug, was die da gerade anstellen. So, in die Medbay bitte. Du solltest eigentlich auch nicht unbedingt kämpfen. Du vielleicht mal da rein. Die X-Rack ist gerade auch ein bisschen schlecht drauf, was das angeht. So. So, die Schilde sind runter. Das ist doch schon sehr viel angenehmer und so. Ach je. Läuft doch ganz gut eigentlich. Du noch da rein und du wieder dahin. Die X-Ray kann auch mal wieder zurück. Der Charlie ist auch kurz vorm Verrecken. Wo ist denn der Cosa? Ah ne, das ist der, okay. So. Okay, das war's. So, die X-Rack gerade auch nochmal kurz hier rein. So, du nochmal rein. Brauchen wir dich. Du brauchst auch noch ein bisschen was. Der Charlie kann wieder raus. Dann kannst du jetzt gerade mal schnell hier rein. Derweil kaufen wir dieses Upgrade hier. Und. Ich glaube, das Türen-Upgrade ist auch nicht das Verkehrteste. Du nochmal hier rein. So, der hier noch da, du noch da. Der Cosa kann gerade auch nochmal sich fertig heilen lassen. Und S-Bombe an. So, 16 Missiles, ach ja. Diesmal läuft es eigentlich ganz gut für uns. Wir haben eine große Crew, wir haben ein starkes Schiff. Ich bin sogar so weit ähnlich wie zuversichtlich, dass das klappen könnte und so. Nein, wir brauchen keine. Wir brauchen die Missiles heute. Und jetzt springen wir wieder in den letzten Level. Leute, 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 es geht los! Jo, ja, ja. 10 Fuel bekommen und los geht's. Da oben fliegt er rum. Da könnte er hin. Aber auch als einzige. Okay, wir fliegen nach da. So, a rebel scout turns to engage. Na, schon wieder so einer. Guck
Guck mal, wie schnell, dass wir hier schießen können mit dem Ding. Das ist so geil. So. Jetzt pass mal auf, das können wir nämlich genauso wie du. Jetzt holen wir uns zuerst mal das hier. Und, wir kommen nicht ganz bis an den Tarn. Das ist aber uncool, ist das. Moment. Nochmal der hier. Moment. Ich weiß, was wir tun müssen. So irgendwie. Hol ihn dir. Kriegen wir den das vielleicht auch mal noch? Dankeschön. Dann holen wir uns mal den hier noch. Du reparierst mal bitte hier. Tarnung an. So, das ging doch fix. Oh, jede Menge Scrap gekriegt. Das überlege ich gerade. Ich glaube, der hier und der hier dürfte sich lohnen. So. Jetzt können sie kommen. So, welchen Tron? Ach, die X-Rack ist jetzt gerade wieder duschen. Jetzt, wo es spannend wird, jetzt, wo wir kurz davor... Oh, guck mal, das kommt hier ins Store. Mann, ey. Geil. Haben wir irgendwas zum... Wir haben auch nichts zu verkaufen. Ach, ist das geil. Ich hätte jetzt so gern noch die paar Sachen gekauft, aber was soll's. Holen wir uns'n. Gelle. Wir wissen jetzt, wo ein Shop ist und so, für uns zu heilen und das ganze Zeug. So, jawohl, es gibt kein Zurück. So, ich weiß zwar nicht genau, warum der jetzt sich jetzt hier tarnt als erstes, aber meint er doch. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, das erste Mal dürften wir noch recht gut erwischen und so. Das hier und jetzt brauchen wir den hier. Für den brauchen wir jetzt noch ein gutes Plätzchen, wo viele, viele Räume sind. Ja, das sieht doch sehr raumig aus hier. So in der Art. Gut, da wäre ich für. Hau ihn weg, hau es weg, hau es weg. So. Ja, flieg ihn weg. Ja, es geht auch ganz gut. Das ist jetzt nicht so toll. Boah, Schwein gehabt. Tannen. So, das ging schnell. Das ging doch eben richtig, richtig schnell. Wir haben keinen einzigen Schaden gekriegt, Leute. Jetzt muss man sich das auch erstmal reinziehen hier. Wobei die nächste Runde wird böse und so. Okay. Hinterher!
Hinterher, hinterher, hinterher. So, wir benutzen erstmal das hier. Dann, die Taktik bleibt im Prinzip dieselbe wie schon die ganze Zeit über. Weil, hat gut funktioniert und so. Zack. So, schnapp sie dir, Tiger. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Tarnen, nicht tarnen. Ich glaube, ich warte noch einen Moment. Was mache ich mit euch? Du nach da, du nach da und du auch nach da. Ich glaube, wir tarnen uns nochmal. Holt sie euch! Holt sie euch! Was war? Power Surge detected. Was ist? Ach du Kacke. Könnt ihr vielleicht mal die Drohnen abstellen und so? Das wäre nämlich, da wäre ich euch echt verbunden, Leute. Ach du Scheiße. Scheiße! Wer... Oh Gott, die X-Rack ist so gut wie tot. Moment. Wo ist denn mein... Moment, du. Du da rein. Da rein. Scheiße. Leute! Hilfe! Wer ist denn? Der Charlie ist auch so gut wie tot. Oh, Kinas. Ich bin jetzt... Oh, verdammt, das ist ja auch noch... du machst erstmal... Kümmerst dich mal bitte um den Sauerstoff und so. Ich brauche ein bisschen Ruhe, Leute. Passt das so? Passt das so? Oh, leck. Klappt das jetzt? Ich bin gerade ein bisschen, boah, ey. Ich will doch nur hier, Wer ist denn jetzt schon wieder so gut wie tot? Du da, ja, ich... Nein, ich will die X-Ray haben. Was macht die jetzt? Die hilft mal gerade hier unten. Und du kannst mal gerade hier kurz helfen. Oh, Leute, ey, das wird saumäßig knapp. Wobei wir den jetzt tatsächlich auf einem Level haben, wo es gehen müsste jetzt. Ich glaube, ich baue den um. Geht nicht.
Du löschen. Du löschen. Oh Gott, ey, die hauen uns hier gerade so was von die Hucke voll. Auf die Schilde. Gib ihm. Yes! Yes! So. Boah, ey. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier alles wieder fit kriegen. So. Du mal noch da rein. So, le. Ihr zwei, mach mal das Loch hier zu. Der Adam mal noch da rein. Du machst das Loch hier bitte zu. Und ihr zwei, ihr seid ja so wieder... du kannst in der Zwischenzeit mal hier unten noch zumachen. Och, du Scheiße. Och, du Scheiße, nee. So. Der Björn, der Ada kann mal wieder nach da. Du kannst mal kurz hier weg. So. Du noch mal dahin. So, der Kisu, der hat auch noch was abgekriegt. Oh, lol, 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 lol. So. Wer bist die X-Rack? Die sollte eigentlich da vorne hin. Der Kisu sollte nach da. Und die Türen. Die Türen. Genau, die Türen. So. Wir haben es gepackt, Leute. Und ich sag euch eins, der nächste Kampf wird, ja, nicht mehr ganz so hart wie der hier. Hui! Aber die X-Rack ist ja nicht mehr da. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir, ich würde mich eigentlich ganz gern, ist hier, nirgends ein Repair oder sowas? Wieso ist der Repair nur da unten? Nee! Nee! Da nicht hier noch was? Da so, da kommen wir so nicht hin. Scheiße. Ich muss mich doch nur irgendwo reparieren. Das klappt so nicht, Leute. So. Waffensysteme grillen. So, und... euch grillen wir auch direkt. Ich mache jetzt mal, dass ich hier wegkomme und so. So, du da runter bitte. Ich habe da noch ein paar Leute, die noch ein bisschen... Wisst du was? Ich
hau dir jetzt einfach mal hier so schön mitten auf die Batterie. Und das nochmal dahin. So, du nochmal dahin. Du da lang, du nochmal runter. Hammer sobald. Ich habe jetzt gleich keinen Bock mehr auf euch, Leute. Ey, mit 3 elendigen Lebenspunkten, das klappt doch hinten und vorne nicht. Das kann ich vergessen. Ich habe nichts, mit dem ich mich irgendwie heilen könnte und so. Bleibt nur das. So. Wer bist du? Du bist der Björn. Der Björn und der Charlie und der mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, ich habe nur noch 3 Runden für zum Shop und das packe ich nicht. Das kann ich vergessen. Ich muss das hier jetzt zu Ende bringen, irgendwie. Dass man sich hier aber auch nirgendwo irgendwie heilen kann, das ärgert mich jetzt. Naja, den hole ich mir jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich mach dich platt. Ich mach dich Krankenhaus und so. Okay. So, das hier mal als allererstes. So, dann, das hier als zweites. Das hier als drittes. So. Haut sie weg! Ihr wollt also... der Kisu kann auch noch mit. Wir tarnen uns mal. So, wie schaut's für uns aus? So, der Björn muss in die Krankenstation. Und der Kosa muss in die Krankenstation. Noch sieht's ganz gut aus für uns, Leute. Noch sieht's doch ganz gut aus für uns. Oh. Und jetzt sieht's gerade wieder ganz schlecht für uns aus. Wir sind nämlich gestorben. Scheiße. Tja. Hat so gut ausgesehen, Leute. Aber, toll. Wir haben es nicht mal in die Topscores geschafft. Aber wir haben es nach Sektor 8 geschafft, ohne Missiles oder Bomben zu benutzen. Oh, wir haben 10.000 Scrap in allen Spielen insgesamt gemacht. Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Das muss ich auch noch machen irgendwann. Was haben wir denn hier noch? With no system oder Reactor-Upgrades. Ich glaube, es hackt.
Okay. So, aber ich glaube, wir sind weit gekommen. So, jetzt gucken wir mal kurz uns das neue Schiff an, nämlich den hier unten. Einfach nur, weil wir es können und so. Ein Halberd-Beam und die Leto-Missiles. Moment. Lelelele. Sehr schön. Okay. Was haben wir alles? Wir haben drei Engi, das ist auch nicht verkehrt. Zoltan Shield. Ach, okay, das ist dieses komische Schild, was die da auch drumrum hatten. Das war ganz cool. Und ansonsten sind wir hier ja auch ganz gut bestückt, so wie ich sehe. Ich denke, der wird das nächste Mal fällig sein, oder? Ja, die Drohnen haben wir echt ziemlich übel zugesetzt noch am Ende. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Muss man ja auch immer dazu sagen. Wie heißt der? Adjudicator. Aha. So. Gut. Boah. War, heftig heute. War heute echt heftig. Unterm Auge. Andere Seite. Ah ja. Gut. Keine Ahnung. Müsste weg sein. Ja. Okay. Ja, es sind nur noch vier Viewer im Stream, aber macht ja nichts. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, wir machen bei Phantasmagoria weiter. Und ob wir danach noch eine Runde noch ein bisschen Torchlight spielen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich will auf jeden Fall in Phantasmagoria noch ein bisschen weiterkommen. Vielleicht das Kapitel noch schaffen, das nächste noch anfangen, mal gucken. So bis halb eins, sowas die Kante rum. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so wie immer. Ich mache kurz Stream aus und bin in 2, 3 Minuten wieder da. Und dann machen wir hier weiter. Klingt doch ganz gut, finde ich. Und deshalb sage ich es einfach mal bis gleich.